Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen, wie schlimm dieses Spiel sein kann. Aber es hat vor kurzem ein großes, großes Update bekommen. Viele tolle Sachen sind dazugekommen. Die wollen wir uns natürlich angucken. Ja, das Update kam raus pünktlich zum Geburtstag. Zum ersten Geburtstag von The Last in Aftermath. Voller Fokus, es geht los. Na los, verleg ihn schon. Flup, nimm mal mit. Können wir gut gebrauchen. Ich hätte gerne hier den Portable Junk Recycler, aber das ist nicht Fallout 4. Ah, okay. Warte mal. Muss mir gleich nochmal die Mutation angucken. Ich bin ein ganz klein bisschen raus. Ich habe dieses Spiel fast ein Jahr nicht mehr gespielt. Aber es ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Unbewaffnet. Nee, das ist nicht gut. Wir brauchen das andere Messer. Für die langsamen Zombies zumindest. Ja, looten. Aber auch nicht zu viel. Die Zeit läuft, ne? Wir haben kein Antivirus dabei. Kein Antigel oder so. Das waren diese Spritzen, ne? Zack, weg mit euch. Ihr Ratten, ihr. Und nicht greifen lassen. Selbst der Griff von so einem Standard-Zombie, dieser Griff da, kann das Ende bedeuten. Zack. Und immer schön wegrollen. Das war das Messer. Ich hoffe, die Zeit bleibt stehen hier. Während ich im Inventar rumwirtschafte, boom, schakalaka. Wir konnten auch die Köpfe zertreten. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn sie hinfallen. Block. 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 Ich will hier keine Munition verschwenden. Ihr seid Standard-Zombies. Immer schön mit den Nahkampfwaffen. Na, oh, da ist er wieder, der Griff. Dafür kriegst du gleich zwei. Was für eine Frechheit, Mensch. Und dann wird gelootet. Boom, boom. Nice. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die Spider-Zombies, die waren die allerschlimmsten. Wir mussten immer direkt abspringen, wenn die abspringen. Nicht erst warten, wenn sie im Flug sind. Dann ist schon vorbei. Gut, haben wir hier ein bisschen Kram vielleicht? Mhm. So gut wie neu. Das freut mich. Weiter. Interessante Locations, jede Menge. Da ist Antivir und wir haben zwei Akkus. Wir brauchen es jetzt. Unsere Krankheit schreitet voran. Oh, muss da so viel los sein? Ist hier nicht irgendwo vielleicht ein Loch im Zaun? Eventuell. Ne, wir müssen da lang. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Kräuter. Oh Gott. Lizzie, Mensch, wie du aussiehst. Block, block, block. Nein, nein, nein. Kritisch. Und hier ist zu Ende. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Ja, eigentlich haben wir so viel Ausdauer. Aber die können wir ja auch wieder herstellen. Da fehlt ein Zipfel. Da wollen wir jetzt... Kram essen. Essen und trinken. Sehr wichtig. Das war hier. Taschengegenstände. Aber nur ein bisschen. Ausdauerheilung. Das ist gut. Verwenden. Ja... Ah, und schon ist die Leiste wieder voll. Gut erinnert. Das hat sich irgendwie tief in meine Hirnrinde eingegraben. Wir haben nur noch zwei Schuss in der Uzi. Das ist nicht viel. Block. Na, na, na. Ihr rennt zwar, aber ihr seid auch nur einfache Zombies. Lappende Mitmensch. Können wir gut gebrauchen. Und Block. Der Boxer, er ist wieder da. Mhm. Wir müssen ja nicht alle killen. Aber wenn es hart auf hart kommt, habe ich sie lieber tot als lebendig. Zack. Zack. Zur Ablenkung hier vielleicht anzünden. Oh, sie kommen, sie kommen. Geht zum Feuer, Mensch. Geht zum Feuer. Ich umrunde sie mal ein bisschen. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Wie gesagt, die Uhr tickt da. Wo ist mein Antivir? Den müssen wir aber weghauen. Der ist so schön allein. Und nun, wie war denn das nochmal? Ich glaube, das war eine Spezialfertigkeit oder so. Na, na, weg. Oh mein Gott, hat der Knüppel? Der hat eine Machete gehabt. Krank, Mensch. Einfach nur krank. So. Hier, bitte, natürlich. Und sofort auch benutzen. Mit LB. Ziehst ja rein, Mann. Zack, und schon haben wir hier die weitere Seuche aufgehalten. Man konnte sie irgendwie am Boden noch zerlegen. Das fällt uns bestimmt gleich wieder ein. Früher oder später. Kram, Mensch, Granate für die Dicken. Und hier noch Muni. Warte mal, ist das überhaupt korrekt jetzt hier mit der 2? Neben der Uzi. Sind das nur zwei Schuss oder sind das zwei Magazine? Wir können ja ganz kurz schmulen gehen. Wir haben eine Sekunde bestimmt Zeit. Die lassen uns so lange in Ruhe. Nein, wir haben 34 Schuss. Irgendwas stimmt da unten mit der Anzeige nicht. Könnte an dem Jubiläums-Update liegen.
oder auch nicht. Und dann hätten wir noch die Tactical. Da hauen wir schön den Flaschenschalldämpfer rauf. Und schon ist die auch noch fit. Weiter. Oh Mist, was? Was ist hier los? Hier spricht die Basis. Wir hören dich. Wir können dich nicht deutlich hören. Mach langsamer. Das Lagerhaus brennt. Ich kann dich nicht hören. Sag es nochmal. Das Lagerhaus brennt, Mann. Gott verdammt. Lösch es, wenn es geht. Such nach einer Brandunterdrückungsanlage. Diese großen Gebäude verfügen normalerweise über eine. Sie könnte sich im Wartungsraum befinden. Du wirst Strom dafür brauchen. Okay. Machen wir aber das Sprit. Das ist erstmal auch sehr wichtig. Bitte keine Spiders, bitte keine Spiders. Das wäre so großartig. Da können wir auch rein. Wir müssen erstmal den Sprit wegbringen. Das ist wichtig. Naja, bis wir eine große Tasche finden. So lange können wir hier auch mit dem Kanister auf dem Rücken rumlaufen. Löschanlage. Aber ich möchte mir die Seitengasse kurz angucken. Da könnte guter Kram liegen. Der beste. Hier. Alles schön abloten. Oh mein Gott. Aber die ist broken, ne? Oh mein Gott. Können wir die noch schleppen? Ja, eine Mitmensch. Oh mein Gott. Fliegt aber als erstes raus, wenn wir voll sind. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Aber nicht unendlich. So, runter hier. Ins Kabuff. Mach auf hier. Oh, das ist eine neue Location. Oh Gott. Licht, 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 Licht. Das geht, das geht. Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe! Oh, ich habe so viel Energie verloren. Das kam sehr plötzlich. Das kam sehr plötzlich. Durchladen. Floppdiwurm. Du bist ein ganz langsamer. Ganz vergessen, Mensch. Weg hier, weg hier. Da, oh, da kann ich eine Batterie reinschmeißen. Machen wir auch. Das ist so eine Vorratskiste, so eine große, mit Vorräten für den nächsten Überlebenden. Machen wir uns nichts vor. Er wird bald den Geist aufgeben. Und weg. Keine Griffe hier. Keine Griffe. Das ist wie beim Boxen. Block, block, block. So, wie kriegen wir die jetzt niedergemäht? Weiß ich nicht. Okay. Offensichtlich ist unsere Nahkampfwaffe kaputt gegangen. Aber wir haben noch mehr Wolverine-Klingen. Das ist schön. Und Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel im Dunkeln. Ist gefährlich. Sehr gefährlich. Muni. Steck ein. Ja, Lappen. Und jetzt, ja, auf jeden Fall. Wir möchten den Kram rüberschicken ins Camp. Schrotflinte wäre schon nett, aber... Nee, nee, nee. Wir denken wieder langfristig. Das hat sich bisher gut bewährt gemacht. Oh, das sind die Stinkies. Die sind... Ja, da dürfen wir nicht so nah ran. Wir sollten auch erstmal was essen. Solange wir die Chance dazu haben. Ich möchte ganz gerne Energie heilen. Ausdauerheilung. Nein. Sauberes Wasser. Nein. Schmerztabletten. Gesundheit. Das ist gut. Aber ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich glaube, das ist auch das langsame Heilen, ne? Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Ist in Ordnung. Zack. Ja, ist gut. Ist gut. Nimm dir die Zeit. Hier scheint alles sauber zu sein. Bitte keine große Tasche. Mach die Kiste an. Ah, 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 ah! Alter Schwede. Es waren wirklich Magazine, die da unten rechts angezeigt werden, ne? Oh, oh! Kurz gucken, kurz gucken. 13 Schuss noch. Und vielleicht schon mal... Ach, naja. Wir lassen uns überraschen, ne? Hast du... Genau, eine Probe brauche ich. Eine infizierte Blutprobe. Nimm mit. Wiegt 0,1. Da kommt der nächste. Floppdiwop. Noch nicht tot? Noch nicht tot, ne? Der wankt noch. Der kriecht noch. Alter Schwede. Nein, nein, nicht noch einer. Okay. Ich glaube, wir sind durch, ne? Munitechnisch. 6 Schuss noch. Alles cool. Keine Panik. Dieses Spiel, Mensch. Wie gesagt, ich habe ganz vergessen, wie schlimm das sein kann. Licht. Endlich. Ist da noch einer von euch? Und euch miesen Halunken. Kram. Hier eventuell noch. Weiter, weiter, weiter. Da war jetzt kein weiteres Antivir mehr, ne? Da sind wir hier auch durch, ne? Warte mal, stimmt. Das wurde irgendwo angezeigt. Wie viele lootbare Objekte
es noch irgendwo gibt. Ja, kick auf das Ding. Zack, guten Abend. Ist hier Kram? Stimmt, so langsam kommt die Erinnerung zurück. Was ist das? Ah, das Löschen, ne? Wir hatten davon gehört. Aber ich glaube, hier wird das nicht angezeigt. Nur draußen in der Oberwelt, wenn wir einen gewissen Gebäudekomplex betreten. Hoch, ja, hoch bitte. Und jetzt rüber hier zum gelöschten Haus. Aber vielleicht mit einer anderen Waffe. Ich möchte mich jetzt hier nicht auf 6 Schuss verlassen. Mit der Tactical, mit einer Pistole. Die Uzi wäre mir ja lieber. Und da ist auch ein Schalldämpfer drauf. Ich glaube schon. Ja, unser geliebter Flaschenschalldämpfer. Und nicht vergessen. Oh. Perfekt. Nicht vergessen. Immer schön nachladen, wenn man die Waffen neu angelegt hat. Weil die eben leer gemacht sind. Na du, kleine du, wie geht's dir? Wir haben gerade nicht so richtig Zeit für dich. Oder vielleicht doch. Loot, stopp, vorsichtig. Oh oh, das Antivir hat aufgehört zu wirken. Nicht cool, gar nicht cool. Vielleicht haben wir ja Glück. Finden da drinnen noch was. Nee, Ziegelstein brauche ich nicht. Aber die Blutprobe nehme ich mit. Und auch diese Blutprobe. Und... Oh, es kommt noch mehr. Na? Oh, Muni für die Uzi. Akku. Grandios. Zack. Und floppdiwo. Weg mit euch. Habt ihr Kram dabei? Nein. Weiter, weiter, weiter. Das ist wieder der Ziegel, ne? Will ich nicht, immer noch nicht. Aber Reste. Reste sind gut. Und auch Akkus. Oh mein Gott, so viele Akkus. Hatte ich noch nie. Aber ich glaube, wir können wieder zurückgehen. Wir können wieder zurückgehen zum Maschinenpistölchen. Nachdem ich euch erledigt habe. Zack, zack, zack. Noch mehr Kram. Bitte, bitte, bitte. Nein. Ist gut. Ziegelstein. Noch eine Blutprobe. Oh, hier ist alles voll, Mensch. Das dürfen wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen. Das ist ein Roguelite. Das lebt vom Looten und Leveln unter anderem. Ja, 26 Schuss. Das sieht auch gleich viel, viel besser aus. Wieder neu durchladen. Nicht vergessen. Das hatte ich sehr oft vergessen gehabt. Beim letzten Versuch. Ja, hier werden angezeigt, wie viele Behälter es noch zu looten gibt. Funksignal wird abwechselnd stärker und schwächer. Basis, ich habe etwas gefunden. Vorräte? Nein, alles verbrannt. Ach Mist, das ist enttäuschend. Gott verdammt. Okay, was ist es dann? Kanister, Fleisch. Wie viele? Wir wissen nicht, was das ist. Amy glaubt, die neuen Infektionen könnten dadurch verursacht worden sein. Wer auch immer dieses Feuer gelegt hat, wollte, dass sie verschwinden. Zerstör alles und raus da. Wir dürfen es nicht riskieren. Machen wir. Ist gebongt. Aber hier läuft doch bestimmt irgendwo noch ein Dicker rum. Und außerdem gibt es hier im Lagerhaus oben rechts zu sehen 9 Behälter zum Looten. Und ihr kennt mich. Ich habe da so eine Schwäche. Digitales Messitum. Alkohol gerne. Guck auch gleich mal nach, ob wir uns vielleicht ein bisschen was herstellen können. Was muss da hin? Weiß ich gar nicht. Irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Noch 5 Behälter. Flitz mal ein bisschen. Hier scheint sonst keiner drin zu sein. Ah, hier. Explosive Wandfüllung. Ui, das ist schön. Haben wir schon mal 1 von 2. Noch 4 Behälter. Ist das Wasser? Bitte. Dankeschön, sauberes Wasser. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Oder ist die 2. explosive Wandhalterung? Noch 1 Behälter. Wahrscheinlich... hinter dem Gatter. Vermute ich jetzt mal. Wir probieren es aus. Ja, wir probieren es aus. Zack, zack, zack. Anbringen bitte. Oh oh. Und weg hier, schnell. Ist nur noch der eine da. Mit dem Ziegelstein, ne? Ja, der Ziegelstein ist immer noch da. Und nu... platziere Sprengladung. Advance, ich muss noch mehr platzieren. Auf der anderen Seite oder wie? Kann das sein? Haben wir überhaupt genug? Ach so. Wir müssen auch die anderen Pfeiler hier erledigen.
Okay, wir müssen die ganze Halle zum Einsturz bringen, kann das sein? Ist das denn die Möglichkeit? Wir haben doch keine Zeit, Mensch, beeil dich doch mal. Ach, da drinnen, ich sehe es ja schon. Ich sehe es ja schon, mein Fehler. Kick das Ding auf jetzt, los. Flock, Mensch, gut gesichert. Aber wirklich sehr gut gesichert. Trotzdem fehlt dir noch ein Behälter. Ja, aber wir pfeifen drauf. Wir haben es eilig. Und weg hier. Steig ins Auto und fahr weg. Und dann wird die ganze Chose hier explodieren. Nice. Und noch mehr. Noch mehr Freunde. Keine Runner. Und hier lang bitte. Auf direktem Wege zum Auto. Ich glaube, wir könnten noch in den Fässern was herstellen. Aber, naja. Das können wir auch später machen bei der nächsten Location. Einmal bitte tanken. Schlurf, schlurf, schlurf. Und dann weg hier. Schmeiß an die Kiste. Au, 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 au. Nicht kaputt machen, bitte. Mit unserem schönen roten Kombi. Abgeschlossen. Das Lagerhaus ist gerade eben explodiert. Und dann geht's rüber, ländliche Nachbarschaft. Aber ich glaube, das ist eine forcierte Location. Da konnten wir jetzt nichts auswählen. Oh Mann. Ballert da gleich durch. Das wird wahrscheinlich auf Story hinweisen. Wir könnten eigentlich gleich weiter. Aber Antivir sollten wir checken. Oh, der Händler. Aber das ist auch noch ein dicker, ne? Ah, der Händler ist schon wichtig. Den könnten wir wirklich die Arkanen drehen. Hallo Dicky. Ich glaube, wir mussten nur wegrennen vor dir. Nur wegrennen. Ja. Ich glaube schon, ne? Ja, yeah. Alles cool. Ich erinnere mich. Und euch können wir wegknüppeln. Oder halt weg. Wolverinen. Zack. Weg mit euch. Mieses Pack, ihr. Hast du Antivir vielleicht? Das wäre super. Laden öffnen. Oh, eine M4A1. Das ist doch die Police aus Division. Brauchen wir unbedingt. Oh mein Gott, da können wir unsere Wissenspunkte investieren, ne? Eins nach dem anderen. Hier, bitteschön. Verkaufen, ja. Weg damit. Leuchtpistole. Oh, die ist auch sehr gut. Damit konnten wir sogar Dicke relativ effektiv anzünden. Müssen wir behalten. Ich behalte auch die Pistole. Haben wir noch Aufsätze? Ja. Ach du meine Nase. Haben wir das Fernrohr auf dem Gewehr platziert? Das sollten wir tun, bevor wir hier weiter handeln. Auf jeden Fall. Tasche auf. Fernkampf. Modeln bitte. Nee, so nicht, ne? Aufsätze. Ja, so ist gut. Gewehr, Fernrohr. Flop rauf damit. Aber hier das erweiterte Magazin für die Pistole. Das zweite können wir. Ja, können wir. Ruhigen Mutes hier. Verticken. Bin wieder da. Na du. Ist ganz schön einsam hier, oder? Zack, verkauft. Und dann noch Dosenbombe. Müssen wir jetzt ganz genau entscheiden. Die dicken, ja. Aber so häufig kommen die nicht. Die Titanen, die Tanks. Aber dann habe ich doch ganz gerne eine Dosenbombe dabei. Sonst schießen wir uns einen Wolf. Eine verrostete Dose. Klar. Aber das Essen drin, ne? Ja, ich glaube schon. Ziegelstein. Den können wir dir andrehen. Ist ja lächerlich, Mensch. Aber du willst 25 haben für die Police. Ich nehme jetzt mal lieber mit. Ein bisschen Muni für die Uzi. Das ist meine bisherige Lieblings-Einhandwaffe hier in diesem Spiel. Kann sich ja noch ändern. Aber aktuell ist sie das noch. Und ansonsten möchte ich den Rest eigentlich behalten. Eine Nahkampfwaffe, eine effektive, wäre richtig gut. Vielleicht wäre auch die M4 wirklich nicht verkehrt. Dann hätten wir Gewehr und Uzi in einem. Aber nein. Ist okay, wir sparen mal lieber und nehmen dann die Wissenspunkte zum Leveln. Vielleicht bis später. Granatwerfer. Einfach mal so aus dem Nichts, Mensch. Oh, ja. Behalten wir jetzt erstmal für die nächsten Titanen. Hi. Du Schlawinermädchen, du. Bist du kaputt? Naja, so ein bisschen von der Fahrt, ne? Aber Gott sei Dank können wir dich umsonst reparieren. Zack. Ach, das war jetzt schlecht nachgeladen. Wir brauchen Antivir. Ambrosisch Schrotfinte. Was ist denn das hier für eine Location, bitte? Das ist ja mal mega.
Und natürlich die Kräuter. Nimm mit. So, wer von euch kann rennen? Ich hoffe, keiner. So, alles schön absichern. Kann ich hier rüberspringen? Oh, was der alles kann, oder? Der sieht aber nicht mehr so gesund aus. Oh, weg. Oh, das ist so einer, ne? Das ist so einer. Alles cool. Nein, ist nicht durchgeladen. Schande, das schaffe ich jetzt auch nicht im Lauf. Ich muss mit der Uzi arbeiten. Na, ungünstig. Echt ungünstig gelaufen. Was für eine miese Munitionsverschwendung. Reste, naja, gut. Das Gewehr war nicht nachgeladen. Kann ich mir echt nicht gerade erklären. Liegt vielleicht am Update. Da werden alle Waffen auf Null gestellt. Könnte ich mir gut vorstellen. Videospiellogik. Aber okay. Aber in Ordnung. Weiter. Antivir. Auf der stetigen Suche nach Antivir. Da wäre Sprit. Da ist noch ein Keller. Und natürlich die Vorratskiste. Na, kann einer von euch rennen? Nö. Na, dann ist ja gut. Nach Hause damit bitte. Flop. Und wir werden immer besser. Wir kriegen einen immer besseren Start. So, das ist eine Werkbank. Das ist gut. Nein. Wow. Wow, vorsichtig. Ist Klippo, ne? Wenn ich hier reingehe, ist Klippo. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Boom, Schakalaka. Jetzt geht's los. Durchladen. Brauche ich nicht. Den brauche ich nicht durchladen. Alles klar. Und flop die Wurm. Ach so, ich habe gar keine Muni dafür. Das ist ja großartig. Ich freue mich. Ja, nehmen wir. Vorsichtig. Deswegen mussten wir den Granatwerfer auch nicht nachladen, weil nichts da war zum Nachladen. Oh, das Ding. Das Infizierte stimmt. Oh nein. So, was haben wir denn hier Schönes? -99% Chance zurückzuschrecken. Du merkst nicht einmal, dass du getroffen wirst. Du kämpfst dich durch. Du zuckst nicht mal. Gewinne bei jedem Treffer mit einer Nahkampfwaffe +1 Gesundheit. Oh. Mehr Schaden. Nehme ich. Weg da von dem Ding. Ganz vergessen. Das ist echt übel gelaufen. Oh Mann, das frisst uns. Passt bis auf die Grundmauern wieder runter. Wo ist der andere? Jetzt da. Flop! Boom! Schrotflinte. Come on. Du rennst schon. Oh, schon weggehauen. Hast du gut gemacht. Zau deine eigenen Leute. Und weg. Nicht mein Auto. Hallo, es rennt schon. Oh, Mist. Das wirkt alles noch nach. Nahkampfschaden +50%. Ich nehme den EP-Gewinn. Für die letzten zwei Segmente. Wir brauchen Antivir. Jetzt. Schieß. Oh. Nachladen bitte. Diesmal aber wirklich. Mein Auto. Du mieser Mistkerl, du. Immer noch nicht. Alter Schwede. Come on. Alter, das ist so lästig gewesen. Aber schön, dass wir die Schrotflinte gefunden haben. Aber ich möchte nicht weiter auf sie setzen. Ich möchte sie hier verkaufen. Bei unserem neuen besten Freund. Warum hast du bitte keine Antivir? Das ist eine Frechheit, ist das? Da wären auch Granaten gewesen. Aber erstmal verkaufen. So, Fernkampfwaffe, Schrotflinte. Kann weg. Granatwerfer ohne Munition. Das ist bestimmt super, aber... Naja, ich glaube, das überleben wir nicht mehr bis zum nächsten Titanen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ah, ich verkaufe den Granatwerfer. Ich brauche die Wissenspunkte. Wissenspunkte, genau. 88 haben wir jetzt. Super, Mensch. Und nun? Wir können ja nicht zufällig infizierte Blutproben andrehen. Doch, können wir. So viel brauchen wir nicht. Wie viel haben wir? Eine ganze Menge war. Viele verkaufen. Hier, nimm mal, ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, um selber Antivir herstellen zu können in diesen wissenschaftlichen Stationen, aber es waren, glaube ich, nicht mehr als 10. Ne? Verkaufen.
Und jetzt kaufen wir noch. Muni hast du ja nicht mehr. Schon schade, Mensch. Sehr, sehr schade. Was schluckt die an Munition? Steht das irgendwo 556er? Ja, aber die bietest du ja gar nicht an, die Munition. Frechheit. Haben wir dafür Munition? Oder? Nein, nein. Nein, nein, ich möchte die Wissenspunkte investieren. Langfristig möchte ich denken. So, zurück zum Gewehr. Auf dem Hauptwaffenslot, der eigentlich unser Sekundärwaffenslot ist. Lass mich in Ruhe. Ich bin richtig schlecht drauf. Ich habe unnötig Energie verloren, weil die Dinger da waren. Richtig üblen Dinger. Nehme ich alles mit. Auch wenn wir es wahrscheinlich gar nicht mehr gebrauchen können. Weiter, weiter, weiter. So, die Kiste wird schon nach Hause geschickt. Das ist schön. Da freuen sich die zu Hause. Da wäre noch ohne Ende Sprit. Aber Antiviren. Vielleicht bei den Fragezeichen. Da ist eine... Oh, da ist eine Station zum Leveln. Das ist gut. Das sollten wir investieren jetzt. So. Dann wissen wir zumindest, was wir bekommen. Oh, wir haben noch so viel Kram dabei. Was? Wo hat er denn bitte Funken gerade geschlagen? Am Busch oder was? Was ist denn das für ein Busch? Läuft noch, ne? Noch 26 Schläge. Das ist der Keller, ne? Oder? Ach nee. Ja doch, aber... Aber wir haben den Code nicht. Vielleicht kriegen wir den noch. Eventuell. Let's see. Von hinten plötzlich und unerwartet. So, Sprit und eine Werkbank. Mach mal bitte zu. Ich glaube, die müssen die Tür auch erst aufhauen. Ja. Cool. Danke sehr. Wir brauchen Nahkampfwaffen. Hochwertige Nahkampfwaffen. Die Wolverine-Schlingel brauchen wir. Hier ist ein Akku drin. Leider nicht. Aber hin und wieder schon. So, 6 von 6 abgelootet. Wir möchten herstellen. Was ist hier neu? Warum ist da plus 1? Ist da was ganz, ganz Neues, Tolles dabei? Wie bitte? Die können wir auch selber bauen, oder wie? Ach, die hätten wir reparieren können. Wahrscheinlich auch für die AK. Stimmt, da war ja was. Wir möchten... wir möchten... Ja, wir möchten die Schlagringe bauen. Zack. Zweimal. Und dann möchten wir Nahkampfteile darauf ziehen. Das ging doch, ne? Nahkampfteile darauf ziehen, damit daraus die Wolverine-Klingen werden. Ich hoffe, ich kriege das hier noch richtig zusammen. Ja, Handklingen sind jetzt verfügbar in ihrem DM. Nice. Und Schusswaffenteile waren die überhaupt notwendig jetzt gerade? Nee, nur für... Für was Kaputtes, ne? Aber jetzt haben wir sie hergestellt. Verbände und so. Können wir uns eigentlich gerade sparen? Nee, nee, nee. Das sind alles nur die Reparatur-Blaupausen. Ist gut, Mensch. Ist gut. Dosenbombe. Nein. Molly, ja, vielleicht für große Gruppen. Können wir noch den einen oder anderen herstellen. Flop. Aber nicht, dass wir jetzt hier überladen. Was sagen die Tragekapazitäten? Okay, okay, aber jetzt wieder vorsichtig, vorsichtig. Ich bin nicht mehr ganz drin, was das Loot-Schema angeht. So, Funkgerät erforderlich. Ja, deswegen sind wir ja hier. Da wollen wir jetzt in diese Hütte rein und uns weiterentwickeln. Aber ganz sneaky bitte. 14 Loot-Location. Oh mein Gott. Was ist ja für mich hier? Loot-Paradise. Bin ich gerade in die Badewanne gelaufen? Sehr mysteriös. Akku, ja. Bester Lauf aller Zeiten. Und ich bin fast tot. Schon wieder eine Schrotflinte. What the heck? Aber wir konnten jetzt keine Muni dafür herstellen, ne? Ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Alles andere als... Das ging nicht. Naja, jetzt haben wir halt noch eine Schrotflinte. Können wir ja ebenfalls verticken. Schrotmuni hatte er nicht. So eine schöne Schrotflinte. Hat den Dicken relativ schnell in die Knie gezwungen. Es hätte vielleicht schneller funktioniert mit dem Granatwerfer. Aber da ist natürlich auch immer das Risiko, dass man sich auch selber zerlegt. Ich glaube, das ist hier so in diesem Spiel. Das ist ja sehr realistisch.
Im Rahmen einer Zombie-Apokalypse. Na, was los hier? Was los? Wo ist der Ausgang? Wo wäre der nächste Ausgang? Oh, oh. Okay, okay, okay. Wolverine, Mensch. Katsching. Oh nein, da ist auch noch so ein... So ein Dingens. Da darf ich gar nicht ran. Molly. Bitte, Molly. Wie war das mit den Wurfwaffen? Ausgerüstet. Ich möchte Mollys werfen. Jetzt, Sir. Gegenstand tauschen. Weg mit der infizierten Blutprobe auf dem Schnellweißlot. Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Molly. Molly. Hierhin. Hier. Nice. Molly, bitte werfen. Ich kann das doch abfackeln, oder? Brenne, Mann. Brenn das ganze Fleisch weg. Oh, oh, da kommt der Dicke. Renne, renne, renne. Raus hier. Oh mein Gott. Ah! Oh nein. Das war's, ne? Das war's. Hm, nein. Nein, naja, Ausdauer. Falls fürs Überleben. Oh Mann, das zieht sich. Und das war's, ne? Ja, perfekt. Das ist ja toll. Da freue ich mich jetzt aber. Da kann ich ja gleich da reinlaufen. Die Wissenspunkte, bitte. Warte mal, stopp. Ich muss da hin. Ich muss da ran. Ich muss noch leveln. Nicht, dass die Punkte weg sind. Das weiß ich jetzt nicht. Da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Gerne auch mit einer Batterie. Wir hätten ja sonst nichts davon. Hi Mensch, ich möchte Wissen übertragen. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Giftbeständigkeit. Okay. So, hier. Haben wir schon gemacht. Nee, doch nicht. Jetzt. Achso, die kann man mehrfach ausbauen. Lauftechnik. Sprint-Ausdauerkosten. Das ist mir schon sehr wichtig. Ah, jetzt sehe ich ja wieder durch. Durchbrechtechnik ist mir egal. Überwindung. Nein, das ist mir auch egal. Verfassung. Härtung. Ich würde am liebsten... Am liebsten möchte ich ja... Am liebsten möchte ich ja so viele Dinge hier. Irgendwas, was die Mutation betrifft. Schnorren. Suchgeschwindigkeit. Ja. Eins nach dem anderen. Jetzt bitte nicht umfallen. Lebenslektion. EP gewinnt. Das ist gut. Ja, da macht man nie was falsch. Für die nächste Runde. Max Level. Schön. Schön, schön, schön. Heilwirkungen. Erste Hilfe. Schnellere Hilfe. Wie viele Punkte haben wir noch? 21. Und hier können wir uns Kram freischalten. So, Rucksack. Oh Mann, das wäre auch gut gewesen. Ach, hier sind die Codes. Für die Bunker, ne? Kostet 20? Wie bitte 20? Das ist ja Wuchermensch. Hier, ich nehme mal das noch. Nahkampfwaffenschaden. Wir kloppen ja relativ häufig mit Nahkampfwaffen zu. Das ist schon gut. Geht sonst noch irgendwas hier? Ja, hier Überwindung. Nee, es ist... Ach so, Überwindung von der Erschöpfung. Jetzt habe ich verstanden. Nee, nee, nee. Heilwirkung, Geschwindigkeit von Heilgegenständen. Ich nehme... Na? Wurfreichweite? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist okay. Ich nehme plus 20% schnellere Erholung bei Erschöpfung. Einfach, weil es da ist. Und damit sind wir quasi auch schon tot. Höchstwahrscheinlich. Ja, nimm alles mit, Mensch. Oh Mann, das war's. Das war's. Emilio Martinez, du bist tot. Durchlaufzeit mit der letzten Folge höchstwahrscheinlich 1 Stunde 42. Wir sind echt weit gekommen. Aber wir wollen natürlich noch weiterkommen.